sind wir wieder Folge Nummer 52. Herzlich willkommen, schönen guten Tag zur Stony Friday Movie Night mit Butchie. Moin. Na, da sind wir wieder. Die dritte Woche in Folge. Die dritte Woche in Folge. Die Leute sind jetzt gerade, während wir jetzt gerade aufnehmen, haben sie die Möglichkeit, das Halloween Special zu genießen. Was hoffentlich auch geschieht. Genau. Ich habe es gerade hochgeladen und gerade getwittert. Ich habe es natürlich ausnahmsweise vorbildlicherweise schon eingestellt gehabt. Also das war auf der auf allen anderen Plattformen seit 0 Uhr heute Nacht quasi zugänglich für die ganzen Nachteulen, die extra sagen: so, Samstag, ich bleibe bleib extra lange auf und warte auf den Stony Friday Movie Night Release und höre dann um 2 Uhr nachts Podcast. Bei manchen Podcasts mache ich das so. Echt? Ja. Wenn ich weiß, dass die um 0 Uhr rauskommen, dann höre ich die um 0 Uhr. Hm. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel Podcast ohne richtigen Namen. Da bin ich jetzt ja schon richtig lange raus. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Das übliche. So. Der übliche Quatsch. Edel und Dominikus ärgern Jochen. Ähm, Dominikus ist Jochen. Äh, oh, okay. Wie hieß der andere? Äh, noch? Georg, 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 ach hier. Georg <laughs> Zahl. Zahl, genau. Ja. Genau, und rätseln sich gerne Die haben ja auch noch nebenbei jetzt so ein True Crime-Ding gestartet, ne? Ja, da habe ich noch gar nicht reingehört. Aber ich muss sagen, die Sparte interessiert mich auch nicht so sehr. Nee, mich auch nicht so sehr. Ah. Aber wie gesagt, die, die drei hatten mich eh schon verloren. Da. Das reizt einen dann natürlich auch nicht unbedingt nochmal. Bist du raus? Ich habe in der, in der ja, aktuellen irgendwie. Folge hat äh, Jochen erzählt, dass er einen Flipper irgendwie auf dem Dachboden oder so gefunden hat, so einen alten Flipper-Automaten. Habe ich gesehen, dass du kommentiert hattest, ne? dass er da genau. sich mit. Mit Loose Flip. Den habe ich auf Twitch entdeckt. Der ist voll lustig. Der ist ein, ein Flipper-Streamer. Flipper <laughs> der streamt wie ein Flipper. Der spielt ähm, analog oder ja. was? Ja. Der hat okay. so, einen, so einen Keller mit irgendwie zehn Flippern da stehen und dann daddelt er. Und strebt dabei. Das hm. ist sehr sympathisch cool. und ziemlich lustig. Gut, Flipper. Ja, wenn ich mal reingucken. Also, jetzt wegen Flipper nicht unbedingt. Das finde ich jetzt nicht so spannend. Ja, Aber wenn, der, doch. wenn du sagst, er ist lustig. Ja. Allein die Idee finde ich geil, dass mal einer auf Twitch ähm, am Flippern ist. Und nicht nur Videospiele ja, zockt. Jo. Allein deswegen fand ich das cool. Das wohl war. Ja, wir sind auch. Mit Content sogar da, auch wenn euch das vielleicht wundert. Aber wir haben keinen Flipper, sondern den Augenflipper mal wieder gemacht. Den Augenflipper, <laughs> der hat uns wieder ein paar Filme vor, äh, vor Schussbahn geflippert. Richtig, wir haben Puff Puff Pass geguckt oder im Deutschen Living High. Ein, irgendwas, irgendwas nach dann, irgendein so bescheuerter Untertitel, wieder ein, ein heftiger Trip oder wie so ein Quatsch. Echt? Ich dachte, der hieß nur Living High. Ich meine, der heißt auch, du nicht, in Amerika auch teilweise Living High. Das hat mich nicht so ganz durchgestiegen. Ähm, das vielleicht so ein Alternativtitel. Also, ich kann sein, auf jeden Fall ja. sehr kompliziert. Ich, ich kenne ihn auf jeden Fall hauptsächlich als Puff Puff PS. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Was denn? Ähm, ziehen, zweimal ziehen und weiterreichen. Puff, puff, ah. und pass. Ach, okay. Das wusste ich gar nicht. Ich, hatte, ich wusste, dass das irgendwas bedeutet, aber ich wusste nicht, was. Pass it to the left, never pass it to the right. Cypress Hill. Also, Lyric-Ausschnitt. Aber Puff, puff, pass ist natürlich. Das ist ein allgemeiner Ausdruck sozusagen. Mhm, mhm. Wieder wie was gelernt hier. bildungs Butchie sorgt für Bildung. Butchie sorgt für Bildung. BSB. BSFB. Okay. Der Film ist aus dem Jahr 2006. Das ist schon wieder auch eine kleine Weile her. Und er hat einen interessanten Hauptdarsteller, nämlich Danny Masterson, der Larry spielt, und dann noch Ronnie Warner, der den zweiten im Bunde Rico spielt. Und ich bin damals oder ich bin überhaupt auf den Film aufmerksam geworden. Durch Danny Masterson, weil ich den halt aus wilde 70er kenne und schätze. Ah, ich hatte mich schon gefragt, woher du den kennst, weil ich kannte ihn nicht. Ja, da ist er ein, ein echt lustiger Charakter. Ich fürchte, wenn ich mich jetzt äh, nicht täusche, ja genau. Bei dem sieht es leider ähnlich wie bei ähm, Franco aus. Gegen den gibt es wohl irgendwie gleich vier Vergewaltigungsvorwürfe. Ach, Scheiße, okay. Also ja. Was ist denn da los? Scheinbar, scheinbar auch ein ordentliches Arschloch, aber gut. Ich bin, jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon durch ist alles, also ob das schon da eine Verurteilung gegeben hat. Ähm, aber mindestens die Vorwürfe sind auf jeden Fall da. Übel. Ja. Trotzdem, äh, 70er, weil die 70er habe ich sehr gemocht. Damals wusste ich das auch alles natürlich nicht. War, glaube ich, auch damals nicht publik. Und deswegen fand ich ein Fan von ihm und habe dann, als ich diesen Film gesehen habe, gedacht: Oh, cool, der ist bestimmt richtig lustig, weil in ähm, Die Willen 70er spielt er ja quasi auch so einen ordentlich verpeilten Kiffertypen, sage ich mal. Und da ist es sehr lustig. Und ich hatte auch. Na gut, aber da kommen wir später zu. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Äh, nur Erwähnung Danny Masterson in einer der beiden Hauptrollen. Und wir haben natürlich noch ein paar andere Namen, die ein bisschen bekannter sind. Zum Beispiel Terry Crews, den auch wiederum viele aus Brooklyn 99 kennen könnten, was ein bisschen lustig ist, weil wir in, in der vorletzten Folge irgendwann hatten wir mit einem anderen Schauspieler aus Brooklyn 99 zu tun. Also hier schließen sich wieder alle Kreise. Jo. Ich kenne Terry Crews eher aus der Old Spice-Werbung. Die kenne ich gar nicht. Oder aus. Ähm, was war das denn noch in einer Serie? War das King of Queens? Hatte da nicht auch irgendwo einen Gastauftritt? Oder war das How I mit Your Mother? Verwechsle ich da irgendwie was? Also bei King of Queens erinnere ich mich jetzt nicht. so also krass am Pumpen pumpen ist und mit den Handeln rumschwingen ist. Ich weiß nicht mehr. Ja, okay, könnte sein. Das kann sein, zumal ich den damals noch nicht kannte vom Namen her, als ich das gesehen habe bei King of Queens. Naja, wir haben noch vielleicht eigentlich doch der größere Name. Ähm, David Faustino. Als kleine Mini-Rolle. Ja. Und natürlich. Ähm, John noch? Genau. Und Jonathan Banks, der ist ja durch Breaking Bad auch ein bisschen bekannter. doch ziemlich, ne, mittlerweile. Also hier sind schon recht viele, recht bekannte Gesichterchen im Spiel bei der Geschichte. Ja, viele Cameos und Nebenrollen. Regie durch geführt von Mackie Pfeiffer, falls man das so ausspricht. Der sagte mir jetzt ähm, nicht so richtig was, ehrlich gesagt. Mir äh, auch gar nicht. Ich weiß nicht, nicht wie es da bei dir aussah. Nee, ich habe es jetzt auch nur kurz nachgeguckt und dann scheint er wohl eher Schauspieler zu sein als Regisseur. Und er spielt da auch mit in Living High. Richtig, er spielt, wie hieß der noch? Big Daddy. Dad, Big Daddy, genau. Ja, also insofern hier sind wir doch in dem etwas größeren Bereich filmtechnisch schon unterwegs. Das ist jetzt nicht alles B-Ware, sage ich mal. Nö, das stimmt. Wir haben keine Daten zu Einspielergebnissen oder Kosten, insofern sagen wir dazu auch nichts. Und ich weiß nicht, ob du noch was Äußeres hast. Ich würde sonst sogar schon bereit sein, in die Handlung zu gehen. Nö, ich habe sonst auch nichts, nichts weiter rausgefunden, nichts Nennenswertes. Okay. dann schauen wir doch mal, was geschieht denn bloß in diesem Film. Jo, du hast ja schon gesagt, die beiden Hauptdarsteller Larry und Rico, die wohnen in, wohnen zusammen in einer WG, so ein kleines Apartment. Das sind die. Die Slacker in dem Film. Das ist eine, eine Buddy-Komödie. Und ja, die typischen Loser, kann man so sagen, stehen mit der Miete im Rückstand. Der Vermieter ist übrigens Jonathan Banks, den man aus Breaking Bad kennt. Da ja. auch wieder so der ein bisschen die, die Badass-Rolle. Der harte Hund. Ja. Der will seine Kohle eintreiben. Genau. Kommt bei den von beiden bei. kommt Komplett verpeillos. Jo. Die auch schön am Rumverpeilen checken irgendwann gar nicht mehr, dass der überhaupt noch da in der Bude steht. Ja, viel, viel Blabla. Ein paar Gags. Aber kommt alles auf nichts großartig hinaus. Positive Anmerkung an der Stelle. Ähm, Set-Design, so nennt man es, glaube ich, ne? Der Bude fand ich doch ganz gut. Muss man auch insgesamt sagen, die ganzen Dinge und Locations und so. Sind ganz nett ausstaffiert in der Regel hier in dem Film. Ja, das kann ich auch bestätigen, fand ich auch den ganzen Film durchweg so. Auch das Auto zum Beispiel, da war auch Liebe zum Detail. Und ich muss jetzt eine Sache sagen schon mal in diesem Kontext, weil ich ähm, Angst habe, dass ich es nachher vergesse. Deswegen machen wir es jetzt mal eben schnell, auch wenn es jetzt hier noch lange nicht passiert. Obwohl man könnte es vielleicht in der Anfangsszene sogar aussehen, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Am Ende sieht man jedenfalls den Fernseher in der Bude noch mal kurz und da ist mir aufgefallen, da ist unten links ein Aufkleber drauf, ähm, der ist be etwas bemerkenswert. Jetzt habe ich hier meine Notizen. Ja, ja geht gerade nicht auf dem Handy. Äh, da ist ein Aufkleber, der sagt ähm, Hotel am Zoo Berlin. Am Zoo was? Hotel am Zoo Berlin. Berlin, ach so. Okay, Interessant, oder? Das habe ich nicht gesehen. Nö. Das gibt es wirklich. Also, das ist ein echtes Hotel. Hm. Kleiner, kleiner Fun-Fact für alle vielleicht deutschen Fans ja. dieses Films. Wieder hier die Fun-Fact-Flinte rausgeholt. Die Fun-Fact-Factory. <laughs> oh Gott. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ist mir nicht aufgefallen. Ähm, ja. wo waren wir? Ja, Miete eintreiben, Vermieter kommt, macht Stress, ähm, ja, verpisst sich dann aber wieder und die hauen auch ab. Treffen dann unten in einem Coffeeshop auf da einen Kaffeeverkäufer, der empfiehlt Larry, mal einen Entzug zu machen. Bisschen ja. aus heiterem Himmel, gibt ihm so eine Broschüre mit von einer äh, Reha-Klinik. Dann taucht naja, warte mal muss, müssen wir da den Gag noch sagen. Er hat ja gar nicht mit Larry geredet, ne, sondern man sieht dann später, er hat mit dem Bluetooth-Ding im Ohr telefoniert und hat quasi erzählt, wie jemand ihm empfohlen hat, einen Entzug zu machen, weil er halt voll durch ist. Und ja. Larry hat sozusagen dieses Bluetooth-Ding nicht gesehen und dachte, deswegen er redet halt mit ihm. Ja. Aber er hat ihm trotzdem <laughs> diese Broschüre in die Hand gedrückt, ne? Ja. Jo. Genau. Dann taucht Big Daddy auf. Den sieht man zum ersten Mal. So ein sehr ja, sieht ein bisschen reich aus, investmentmäßig am Start. Kommt in der Dodge Viper angefahren mit einer hübschen Frau dabei, mit Elise, die wohl was mal mit Rico hatte, wenn ich es richtig mhm. in Erinnerung hatte. Genau. Er ist halt so der Zuhältertyp, ne? Hat so einen übertriebenen Anzug an und. Ja. ja. Sieht ein bisschen nach mehr Schein als Sein aus, das Auftreten von ihm. Ja, no, warum? No. Dann treffen die auch noch auf zwei Transen, Lisa, zwei Transvestiten. Ähm, ich, das, die da, ist der Cousin von Rico. Cousin von Rico und Larry hatte was mit der oder irgendwie so war das? Ja, das, da muss man jetzt auch gleich mal wieder sagen, da merkt man jetzt, dass es 2006 ist. Ja. Dieser a ja, ah, Transvestit, ha, ha ha, das taucht wiederholte Male auf in dem ja. Film, der Gag. ja äh, ist nicht wirklich lustig, aber ja. war damals wohl so, dass man dachte, das sei lustig. Jupp. Anfang 2000er war das irgendwie ja, Gang und Gäbe. Gang und Gäbe. Das fand ich auch bei gerade bei ich sag nur Bulliparade. Falls du da noch ja, was von Erinnerung hast, das war ja fast der ganze Humor darauf aufgebaut. Traumschiff, Surprise und so ganz Ja, stimmt. Wochenshow. Wochenshow hier, ähm, hier, wie hieß er noch? Bastian Pasewka. Hm. Brisco Schneider. Genau. Ja. Wenn man sich das heute anguckt, dann denkt man auch, ey, alter Schwede. Uff, aua, aua, ey. denkt man Zum da. Glück ist die Zeit vorbei. Ja. Genau. Richtig <laughs> aua, aua. Lame. Naja. Damals war es lustig, kann gerne dann in der Zeit bleiben. Dann geht es weiter zum Hähnchenhimmel. Da sieht die gerade aus wie ein Himmel, die Bude, richtig schön. Vollkommen verranzt. Auch, auch hier verranzt. wieder Props an Setmacher. An die Verranzer. Also, das sah wirklich ordentlich professionell verranzt aus, muss ich sagen. Das war einfach gut, muss man sagen. Auch die Bedienung sah verranzt aus. Alter, schwede, richtig gut, ja. <laughs> also, hier, und hier deutet sich schon was an. Ich finde, dieser Film hat sehr viel Gutes im Drumherum. Ähm, aber. Er, schon mal kleines Foreshadowing. Er überzeugt mich am Ende doch noch nicht. Da kommen wir dann wahrscheinlich noch zu den Details. Aber dieses ja. drumherum ist echt an vielen Stellen. Auch viele Charaktere, die auftauchen, sind lustig finde ich ähm, und gut gemacht. Äh, merkt man hier in diesem Hähnchenschuppen finde ich als erstes, weil es so schön skurril schon ist. Auch mit äh, der Chef von diesem Hähnchenschuppen ist ja Larrys Bruder, der sich dann gerade, als sie reinkommen, sozusagen ein Raum weiter, aber eigentlich direkt sichtbar für alle Kunden, äh, von irgendeiner Mitarbeiterin gerade äh, einblasen lässt, quasi. Ähm, also alles sehr merkwürdig und, und abgeranzt. Da, da hat man sich schon Mühe reingesteckt, das merkt man schon. Ja, das stimmt. Ich merke schon, wir sind auf äh, ziemlicher Wellenlänge wieder, was den, äh, was die Filmimpression angeht. Okay, okay, Wir haben uns nicht vorher abgesprochen, wie wir das nie nee. machen. nee. Interessant, interessant, interessant. Ja, da ist dann ein Gespräch mit Larrys Bruder. Die setzen sich da an den Tisch. Larry erzählt, da, dass sein Traum jetzt wahr geworden ist und dass, ähm, äh, der Bruder meine ich. Und Larry soll mal seine, seinen Arsch hochkriegen und mal ein bisschen was erreichen in seinem Leben. Ja, das, das ist so auch schon so ein bisschen lustig. Larrys Bruder ist auch komplett der merkwürdige, abgeranzte Charakter und tut aber halt die ganze Zeit so, als hätte er sonst was erreicht. Ja. Das ist schon ein bisschen lustig. Er hat ein Hausboot. Da ist sehr gemietet. stolz drauf. Gemietet. Vor allem gemietet. Ja, ja gut, <laughs> er hat ein Hausboot, ne? Wenn er damit glücklich ist, why not? Ja. Ja, da kommt es dann auch zu Streiterei und Keilerei und dann kloppen die sich dann noch. Dann geht es aber, würde ich sagen, weiter. Dann sieht man noch mal ein bisschen was von, von Big Daddy, wie der nämlich zu seiner Kohle gekommen ist. Er hat mich erzählt, dass er. Ähm, 300.000 Dollar in Nicaragua in, in ein Grundstück investiert hat. Ein Strandgrundstück. Das zeigt er mhm. ganz äh, beeindruckt seiner, seiner Freundin Elise, die sich schon denkt, oh Gott, ey, was bist du für ein Volltrottel? <laughs> ja, er ist halt auf irgend so ein, äh, wie sag man es so, so ein Scam-Seminar am Flughafen ja, sozusagen hereingefallen. Genau. Kommen in das unsere ist auch ein Gruppe. Ich noch kurz sagen. Jede Woche 10.000 Euro gibt es ja auch auf YouTube bis zum Erbrechen. In, oder ist ja. mittlerweile ein bisschen abgeebbt, dieser Trend, aber gab es auch mal Werbung ohne Ende. Und das zieht sich ja durch den ganzen Film, weil anfangs haben die beiden Hauptcharaktere ja auch so eine bekloppte Werbung im Fernsehen gesehen und rennen jetzt halt den restlichen Film mit dieser vermeintlichen Geschäftsidee herum. Was dann auch immer wieder als Running Gag kommt, dass. Sie sagen, ja, wir haben uns selbstständig gemacht, Anzeigengeschäft, dann fragen die Leute immer, was für Anzeigen, wofür? Wissen sie natürlich nicht und sagen dann einfach immer, it's komplex. Muss ich sagen, war leider vielleicht beim ersten Mal so ein bisschen witzig, aber wenn du das dann auch fünfmal präsentiert bekommst, den Gag, da war er dann schnell absolut nur noch nervig. Ja, es gibt bessere Running Gags, ne? Jo. Also, das war einer, den wollten sie zum Rennen zwingen. Und äh, das klappt selten, finde ich. Ja. Wenn es so, so übers Knie gebrochen ist. Ja, ja, richtig. Richtig, richtig, richtig. Ähm, ja, Elise nicht so ganz begeistert von seinen äh, von Big Daddys Geschäftsideen mit dem Investieren da. Sie hat aber dann noch den Plan, Münzen zu verkaufen. Der hat nämlich so super wertvolle Münzen und sie kennt da ja wohl zwei Typen. Klammer auf, Larry und Rico, Klammer zu die das machen könnten. Das wird aber erstmal gar nicht weiter verfolgt, diese Handlung. Das kommt dann erst sehr viel später weiter. Auch ein bisschen anders als erwartet das Ganze. Also man denkt sich an der Stelle so ein bisschen, aha, okay, die werden da irgendwie eingeflochten in das, in das Konstrukt, aber ja. erstmal noch nicht. Erstmal stellen Larry und Rico nämlich fest, dass der Vermieter denen die Tür äh, zugenagelt hat und das wegen der, Miet, äh, wegen der Mietrückstand. Und jetzt stehen sie da mit ihrem Talent. Und können nicht mal Fernsehen gucken. Das ist ja das Ziel, was die auch die ganze Zeit mit unterverfolgen, dass die unbedingt die Verurteilten gucken wollen. Der läuft da im äh, Kabelfernsehen. Ja. Und wo gibt es Kabelfernsehen? Larry erinnert sich, schlau wie ein Fuchs, in der Entzugsklinik. Also auf zur Entzugsklinik sich da einweisen lassen, unter falschen Namen, in der Hoffnung da schön Kabelfernsehen, die vorurteilen, gucken zu können. Da wird es dann nochmal ziemlich skurril, da tauchen nochmal ein richtiger noch Haufen an verrückten Leuten und Charakteren auf. Allein die Leiterin da, die die beiden aufnimmt, da gibt es so also diese Vorstellungsgespräche. Sehr weirde Dialoge. Ja. Dann diese ganze Intermezzo mit dieser Klinik. Da wird gar nichts draus. Nee. Eigentlich. Also, das hat dann, man denkt, finde ich, zeitweise, okay, sie sind jetzt hier in dieser Klinik. Wahrscheinlich kurz. Und dann wird das am Ende irgendwie nochmal irgendeine Bedeutung bekommen, dass sie da gewesen sind. Aber. Das war dann nicht so. Also, sie erleben da so kleine Mini-Abenteuer in dieser Klinik und ein paar Gags werden abgespult und dann hauen sie da halt wieder ab, weil sie kein Kabelfernsehen haben. Genau. Ja, es ist so ein bisschen so eine Zwischenstation. Ja. Zieht sich auch ziemlich in die Länge, muss ich sagen, die, ja, der ganze Kram. Echt. Also, man hätte den Film, glaube ich, ein ganzes Eck aufwerten können, wenn man einfach nur das mit dieser Klinik so ein bisschen gestrichen hätte. Ja. Oder das eigentlich ja, nicht unbedingt streichen. Die Idee ist ja gar nicht mal so schlecht, dass sie da dann. Nö, ich fand die auch gut. Ne, aber das hätte man dann irgendwie so machen müssen, dass das auch irgendeine Rolle spielt für einen Film und ja. nicht nur so eine Stage ist für ein paar Witze. Ja. Die haben es ja sogar ganz gut eingebunden mit dieser Broschüre, wo extra draufsteht, dass die da ja. Kabelfernsehen haben Ja. und dass es da schon irgendwie jetzt ein Ziel ist mit, dieser, mit dem, was sie da jetzt wollen. Aber in der Umsetzung, ja. Als es dann mit dieser ja. Gruppentherapie losging, wo man dann die anderen Charaktere da aus der Klinik sieht, wo einfach nur einer crazier ist als der andere, ja, hm. also ab da hat mich der Film, muss ich leider sagen, tatsächlich ziemlich verloren. Da habe ich das erste Mal auf die Uhr geguckt und habe gedacht, boah, ey, was eine halbe Stunde erst rum, ey. Uh. Also ja, dem stimme ich zu. Allerdings würde ich noch die eine Anmerkung machen. Ähm, in der Klinik waren aber immerhin ein paar Charaktere, die ich insgesamt noch gut fand, nur vom Charakter her und vom Schauspielerischen her. Zum Beispiel die Leiterin von dem Gesprächskreis, die, das fand ich eigentlich ganz cool geschauspielert. Und äh, den älteren, dickeren Mann da, ich habe gerade seinen Namen vergessen, den fand ich eigentlich als Charakter auch ganz witzig, den Anwalt auch. Also das waren schon für mich so einzelne Elemente, die Potenzial hatten, aber dann halt insgesamt nicht gut genutzt worden. Und dann hatte ich den gleichen Effekt dass da das Interesse am Film doch abebbte weiterhin. Ja. Man muss auch sagen, dass es ein sehr bestimmter Schauspielstil ist, der da durchgezogen wurde. Dieses, das ist auch so typisch für dieses Anfang 2000er, Mitte 2000er Filme, so dieses Overacting an Comedy. Mhm. Das ist auch in so Masse nicht so ganz mein Ding. Also ja, es kommt auch auf den Film an. Manchmal kann ich da eher gut mit um, aber hat mich da jetzt eher auch abgenervt. Oh, das würde ich jetzt so pauschal nicht um. Also, ich kann nicht nachvollziehen. Bin ich ja eigentlich auch eher tendenziell allergisch aber ich fand, das ging hier eigentlich noch. Das war nicht das Hauptproblem des Films für mich. Ja, auf jeden Fall wurde es für mich ab der Stelle dann doch so ein nebenbei Und ich habe den ein bisschen äh, in eineinhalbfacher Geschwindigkeit durchgeballert. <lacht> Lol. <lacht> ja, weiß nicht, da war meine Geduld dann am Ende. Also man kann ja also Sound war trotzdem war einfach nur schneller man konnte alles verstehen weiß nicht so dass ich durchgespult habe mhm. ich habe mir nur ein bisschen Zeit eingekürzt ja die sind wieder raus dann aus der ähm, aus der Klinik ja wegen der kein Kabelfernsehen Werbeenttäuschung und knüpfen dann doch Kontakt zu Big Daddy und dann geht's nämlich kommt diese Münzhandel-Geschichte ins Spiel, die ja die Freundin ja. da vorschlägt. Und zwar sollen die beiden die Münzen an äh, hier den, äh, den Rapper, von, gespielt von Terry Crews, überbringen. Cool Crush Ice Killer. Cool Crush Ice Killer, so hieß er, ja. Genau. Ich mag auch Terry, Terry Crews. Bei dem ist ja dieses Overacting äh, ganz fester Teil des Repertoires. Ja, bei dem finde ich es auch geil. <laughs> aber das hat er auch wirklich gut gemacht. Das war ein lustiger Charakter. Das, der hat schon ganz gut den, den Punkt getroffen, wo es zu viel gewesen wäre und zu albern gewesen wäre, und hat sich ganz kurz darunter gehalten, fand ich. Von daher, gelungener Einsatz. Ja, den mag ich auch gerne. Das, da bin ich dabei. Ja, das haut aber alles nicht hin. Verwechslung hier, Verwechslung da. Es ging ja irgendwie nach der Beschreibung um so einen Typen, der tätowiert ist und krass aussieht. Und dann haben sie so da mal einen anderen gehabt irgendwie und ja. Verwechslungsklammer auch. Man kennt es. <laughs> Fassen wir das mal so zusammen. Ähm, letztendlich stellt sich aber auch raus, dass Elise das wohl mit dem Typen geplant hat, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ja. Ja, ne? dass die die Münzen nämlich eigentlich klauen wollen, weil die ja sowieso von dem Big Daddy von seiner Intelligenz nicht so ganz überzeugt ist. Ja, also cool, Crush Ice Killer hat einen Koffer übergeben, hat sollte dafür natürlich den Koffer mit den Münzen bekommen und in dem Koffer, den er übergeben hat, wäre aber nur Spielgeld drin gewesen, weil aber die anderen beiden den Auftrag komplett verpeilt haben. Sie haben vergessen, dass sie was in das Schließfach reintun müssen, nämlich den Koffer sind sie halt vor ihm abgehauen, bevor er sie erwischt, damit, dass das Schließfach leer ist und sind einfach, weil sie keine bessere Idee hatten, zu Big Daddy geflüchtet und das ist dann sozusagen nur zufällig herausgekommen, wirkte dann aber in dem Moment so, als hätten sie jetzt für Big Daddy äh, Big Daddy vor dieser Verarschung bewahrt, aber in Wirklichkeit waren sie einfach nur zu dumm, den Auftrag auszuführen. Hm. Ja. Jup, jup. Ähm, dann, wie geht's dann weiter? Weiß ich nicht mehr. Äh, da war ich schon. Naja, dann. Von sagt er, schon weg. Dann jagt Big Daddy, ähm, Cool Crush, Ice Killer und Elise vom Hof und stellt die beiden ein. Fährt mit ihnen nach Nicaragua, wo sie dann wiederum am Flughafen den Anzeigen-Scammer von ganz am Anfang, der gespielt wird von, wie heißt er noch? John McKinley. Von Dr. Cox. Dr. Cox, genau. genau. Äh, aufgegriffen werden und sie sind dann mit ihm sozusagen in Nicaragua und machen zusammen den Nicaragua-Scam im Fernsehen. Was man dadurch mitbekommt, dass in ihrer alten Bude wieder eine Szene ist, ganz zum Schluss, wo zwei Doppelgänger von ihnen quasi die nächste Generation nichtsnutziger Stoner auf dem Sofa sitzt und wiederum ihren Scam im Fernsehen anschaut, so wie sie vorher den Scam halt angeschaut hatten von dem anderen Typen. Jo ende ja ähm, ich habe schon gesagt ich bin damals ich habe den nicht 2006 gesehen ist viel später aber es ist jetzt auch schon ein paar jahre her mit großem äh, mit großer vorfreude wegen danny masterson auf den film gegangen und wurde dementsprechend enttäuscht wäre es jetzt nicht danny masterson also hätte nicht ich so vorfreude gehabt wäre das vielleicht nicht so stark ausgefallen aber so war es jetzt, dass der Film mich doch enttäuscht hat. Und das liegt vor allem aus meiner Sicht jedenfalls ganz eindeutig, relativ eindeutig, an den beiden Hauptdarstellern. Die komplett überhaupt nichts machen aus, aus den Rollen, finde ich. Also da passiert überhaupt nichts. Weder sind sie lustig, noch entwickelt man da irgendeine Form von Sympathie. Es weiß ich auch nicht. Für mich wirkte das. Als hätten die beiden gar nicht richtig Bock auf den Film gehabt oder so oder oder es sollte so wirken und das funktioniert halt einfach nur bei mir nicht keine Ahnung oh, okay da sind wir also, da gehen wir doch auseinander <laughs> die ja Eindruck so. hatte ich gar nicht also die, ich fand die mit am besten in dem Film war nee die ja. sind für mich krass okay nee nee also für mich ist das so hätte man in diesen Film irgendwie ein lustiges Duo was gut miteinander harmoniert sage ich mal reingepackt dann wäre der schon ganz gut gewesen trotz der Schwächen drumherum. So war das Drumherum eigentlich ganz okay, aber die Zentrale des Films hat komplett für mich überhaupt nicht funktioniert. Zumal, also bei einer Buddy-Komödie erwarte ich ja, dass irgendwie eine gewisse interessante Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren auch da ist. Das muss nicht immer so standardmäßig sein, aber irgendwas muss halt passieren. Irgendeine Form von, von Hin und Her miteinander ähm ja, weiß nicht. War für mich überhaupt nicht gegeben. Würde mich jetzt aber interessieren, was du bei den beiden cool fandst. Ähm, also, ich weiß nicht. Also, ich fand sie nicht schlecht, so <laughs> besser ausgedrückt. Okay. Ich konnte ihnen eigentlich so ganz, ganz gut zugucken. Ich fand die, eigentlich wie die zusammengespielt haben, soweit ganz gut. Also, nicht auffallend negativ. Mich hat eher die Story genervt und die... Ja, ich, ich fand den Film einfach langweilig. Das war das größte Problem. Also ich sehe da eher Drehbuchlücken. Ja, ich fand ihn auch langweilig. Aber wie gesagt, ich glaube, für mich hätte man das mit zwei anderen Hauptfiguren. Also ich, ich sehe jetzt nicht, dass die Story irgendwie schlechter oder langweiliger ist als in vielen anderen Stoner-Filmen, die ich dann am Ende des Tages besser finde. Das ist ja, ich meine jetzt mal Buddha bei die Fische, das ist ja meistens nicht so wirklich... Äh das interessanteste vom, vom Grabbeltisch, ne? <laughs> nee, das stimmt schon, aber irgendwie kriegen andere Filme das dann doch in die Story so ein bisschen anders oder knackiger darzustellen. Jetzt unabhängig von den Schauspielern. Das wirkte bei Living High alles so ein bisschen zerstreut. Vor allem ja, vor allem natürlich durch diese durch diese Klinikszene, aber auch zwischendurch, wo ich dann immer gedacht habe, ja, jetzt weiß ich auch nicht. Macht irgendwie weiter, also, kommt, kommt, macht irgendwas. Also, ich, ich, da gehe ich mit äh, in Bezug auf das Ding mit der Klinik. Das hätte man anders machen müssen und kürzer machen müssen und halt irgendwie noch einflechten müssen mehr ins Geschehen. Aber ansonsten fand ich, war das jetzt, ja, wäre das voll okay gewesen. Aber gut. Ähm, ja. Unterm Strich trotzdem nicht viel da. Nee. Nee. Ein bisschen. Und das ist schade. Ein ja, bisschen Fahrt, einfach, also, ne? Die, die, die involvierten Schauspieler, die man da an Land gezogen hat, das gute ähm, Design der Umgebung und so weiter und so fort, hatte eigentlich Potenzial, war da, würde ich sagen. Ja, sogar sehr viel. Ich fand auch den Soundtrack gut. Und ich weiß nicht, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Fandest du die beiden Hauptdarsteller irgendwie. Sympathisch. Ich fand die einfach auch mega ätzend. Also ich hatte überhaupt keinen Bock auf die. Und das hat mich auch mit so genervt. Nö ätzend fand ich die nicht. Auch eher neutral. Okay. Naja. Also ja, Standard-Louis. Also ich würde jetzt sagen... Ja, ich würde sagen, kann man gucken 5 von 10. Ja, habe ich genau das gleiche. <laughs> ich bin <laughs> auch bei 5 <fünf> von 10. <laughs> Macht hat ja hat ein paar nette Sachen verschenkt viel zu viel. Ist kompletter Durchschnitt. Kann man sich so nebenbei mal so ein ja. Wenn ein das wenn ein der Fernseher wieder zu leise ist, dann mach ihn an, damit irgendwas läuft. Ja. Schade, wirklich, ich weiß noch, wie ich enttäuscht war. Ja, ich war komplett unvoreingenommen, ich habe von dem gar nichts gehört. Danny Masterson kannte ich ja auch nicht. Der Film sagte mir überhaupt nichts, Story, gar nichts. Einfach blindkauf und reingeschmissen. Was eigentlich witzig dran ist, dass ich enttäuscht bin oder war, ähm, wie er da den Larry spielt, das ist tatsächlich gar nicht so unterschiedlich zu seiner Rolle in äh, wilde 70er, würde ich sagen, von meinem Eindruck her. Also ich würde jetzt sogar trauen zu vermuten oder vielleicht 10 Euro drauf zu wetten, dass er da vielleicht auch mit Absicht sich ein bisschen dran orientiert hat. Hm. Was ich halt bei der Wilde 70er feiere ich die Rolle, aber da ist es halt eine Nebenrolle sozusagen, ne? Und äh, das hat da funktioniert. Und hier hat es dann für mich irgendwie in der Hauptrolle doch so gar nicht funktioniert. Leider. Ja, schade, schade. Aber Tja. wieder ein Film abgehakt. Ja. Ich habe übrigens, wir haben ja gestern über den Prime Channel Full Moon gesprochen, ne? Ja. Da gibt es auch noch, habe ich gesehen, einen richtigen Stoner Horrorfilm. Warte mal, ich muss mal eben den Namen raussuchen. Kannst du ja mal kurz überbrücken. Wie ähm, Movie war das? Sex, Gras und Zombies? Ähm, ich glaube nicht. Schade. Hm. Warte mal, ich werde dir gleich sagen. Live-Recherche! Ähm. Ja, du sollst auch was erzählen in der Zwischenzeit, Mensch. Ich habe nichts zu erzählen. <laughs> Mann, 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 du, ey. Nö, ich warte auf dich. Da, da ist Da merkt man, dass wir ja schon zwei Jahre im Geschäft sind. Da ist <laughs> die reine Professionalität. Nö, ich erzähle nichts. Kein Bock auf. Ich mache zwar einen Podcast, aber ich habe keinen Bock, was zu erzählen. Genau. <laughs> könnt ihr euch hier anhören, die Stille? Könnt ihr, könnt ihr euch vorstellen, dass ich mir was erzähle? So, wo haben wir denn hier? Ouija's Halloween Night aus dem Jahr 2019. Also ich will jetzt keine Empfehlung aussprechen. Ich weiß es natürlich nicht, ob der toll ist. Ich vermute mal nicht. Aber <laughs> bevor wir nächstes Jahr einfach den dritten Evil Bong gucken. <laughs> dachte ja, ich, ja, 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 ich habe auch schon gedacht, ne, vielleicht mal ein bisschen aus der Reihe fallen bei den Halloween Specials. Sonst haben wir ja. wirklich, ja, wie du sagtest, die nächsten sieben Jahre äh, sind wir mit Evil Bong beschäftigt. Aber die Reihe würde ich trotzdem ganz, auch so ganz gerne weiterführen. Oh. Ja. Also der <lacht> <gefallen>. <lacht> 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 uh, naja, jetzt jedenfalls haben wir es einmal gesagt. Jetzt haben wir es vielleicht im Kopf. Weegees Halloween Night. Das jetzt mal vergesse ich garantiert. Musste man in unsere Gruppe schreiben. Uh, das scheint aber auch sogar tatsächlich ist tatsächlich sogar auch der Originaltitel. Hm. Ja, ich bin gespannt auf das dann in einem Jahr. Ja. Weißt du, wo ich auch mal wieder Bock drauf hätte? Das ist mir letztens äh, eingefallen. Ganz, ist gar kein Stoner-Film, aber äh, Haus der tausend Leichen. Habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, wir wollten, das haben wir doch schon öfter gesagt, dass wir mal ein Rob-Zombie-Special machen wollen. Ja, es ist auf einer langen Bank, schon ganz lange. Ja. Ja, bin ich dabei. Habe ich auch, puh. Habe ich auch sehr lange nicht mehr gesehen und ich ich glaube, das ist so ein Film, wenn ich den heute das erste Mal sehen würde. Ja, nee, doch, würde ich wahrscheinlich trotzdem gut finden. Also, mein Geschmack hat sich schon so ein bisschen verändert. Aber ja, doch, doch, würde ich noch gut finden. Ja, ich auch, doch, denke ich auch. Ist ein guter, ist ein guter. Ja, können wir ja nochmal noch mal besprechen, wie wir das Rob Zombie Special rein, rein kriegen hier. Ich hatte das ja ursprünglich tatsächlich auch für Halloween gedacht mal. Ja. Ich glaube, unsere Pläne sind auseinandergegangen, weil ich ja gedacht hätte, wir machen richtig äh, eine Folge, so eine Rob Zombie All-Inclusive Folge. Du meinst ja irgendwie eher jeden Film davon mal durchzukauen, pro Folge. Ja, würde ich schon eher, weil ich meine, wenn man jetzt schon jemanden hat, wo man findet, der macht besonders gute Filme oder einige zumindest besonders gute Filme, dann wäre es ja eigentlich Verschwendung, die dann nicht auch einzeln zu besprechen, finde ich. Ja, da, sind wir, da haben wir dann viele Folgen, die dann durchgeballert Und? werden, ne? So egal. So, wir haben ja keinen haben ja kein Limit, das Sky äh, ist ja, the Limit. Ja, ja. <laughs> Macht doch nichts. So, ja, ja, es, ja, es ist ja kein Rennen. Okay, ja, können wir mal schauen. <laughs> <laughs> ja, habe ich keinen Bock drauf, Scheiße. <laughs> ich habe auch auf Stoner Filme. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wird uns sicherlich was zu so einfallen. Irgendwann. Jo. Dadurch, dass lange wir jetzt ist ja nicht weg. Dadurch, dass wir jetzt so lange, also drei Folgen am Stück aufgenommen haben, habe ich auch komplett nichts zu erzählen. <laughs> Gar nichts? Nichts geguckt? Nee, nichts großartig passiert, nichts großartig geguckt, weil jetzt die Zwischenabstände natürlich geringer waren. Mhm. Ne, wirklich mehr oder weniger. Oh, doch, eine Sache. Könnte dir jetzt vielleicht schon bekannt vorkommen, aber ich hatte vor, dir von einer Serie mit Nick Frost und Simon Peck zu erzählen. Die heißt Truth Seekers. Ja. Britische Mystery-Serie, habe ich die ersten zwei Folgen von gesehen. Und du als alter Shaun of the Dead-Fan könntest das ja vielleicht auch lustig finden. Ich fand es bisher ganz gut, die zwei Shaun of the Dead fand ich ganz gut. Wer spielt damit? Nick Frost und Simon Peck. Wer ist Nick Frost? Der dicke aus Shaun of the Dead. Ah okay, der Zombie-Kumpel. Zombie-Kumpel? Wird er Wird der zum, Zombie? zum Zombie? Kann gut sein, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Also der, der, die, das sind ja nur zwei Personen, ne? Die beiden halt und er, ja. der, der, der ja. nicht Simon Peck ist. Ja ja. Sehr lustiger Geselle, wie ich finde. Jo, jo. Und schöner britischer Humor, wenn man das mag, sollte man, kann man ruhig mal reingucken in die Serie. Ja, Shaun of the Dead fand ich ganz cool, ähm, Hot Fuss fand ich zum Beispiel nicht so cool. Och doch, konnte ich, konnt ich mir auch noch geben. Konnte ich mir nicht so viel Anfang. Und irgendwas anderes habe ich von denen noch gesehen, das wiederum fand ich sehr gut. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. The End ist near oder so. The World's End. The World's End, es gab da das war sogar relativ zeitnah also, zu diesem Seth Rogen-Film, der so ähnlich hieß. Oder ist ähm, das der Seth Rogen-Film, The World's End? Ich weiß nicht mehr. Nee, nee, es gibt auch einen mit den beiden, der so ähnlich, wirklich ganz, ganz ähnlich heißt. Ich weiß nicht, wo die so eine Kneipentour machen oder sowas. Ja, genau, genau. Naja, ich habe was geguckt noch. Ich habe ja gerade Urlaub. Ähm, ja. Ich habe mich dem Hype ergeben und habe Squid Game gesehen auf Netflix. Hm. Ich weiß nicht, ob du davon was mitgekriegt hast. Nö. Da haben wir in letzter Zeit wohl alle drüber geschrieben. Und ähm, ja, es war einfach, hatte einen großen Hype. Womit die erfolgreichste Netflix-Serie, die bisher lief. Wobei ich mir das gar nicht vorstellen kann, was Stranger Things war. doch auch richtig krass. Egal, Squid Game, ähm, koreanische Produktion, ein paar hundert Leute werden... In solchen Spielen um Leben und Tod eingeladen und crazy, crazy Kram. Und so. mhm. Battle klingt Royale. Schon ex, klingt schon mal extrem uninteressant. Ja, richtig. <lacht> <lacht> habe ich auch gedacht. Deswegen habe ich die ganze Zeit nämlich beim gedacht, ey, ach komm, ey, es kann doch gar nicht gut sein, langweilig, ey, haben wir schon tausendmal gesehen, den ganzen Kram hier. Battle Royale, der war ja noch ganz cool. Ähm, Tribute von Panem, man kennt es ja alles, ne? Das ist alles nichts Neues, gut. Man kann ja halt auch nicht immer alles neu erfinden. Es gibt ja auch Leute, die sind jünger als wir, die den ganzen alten Scheiß ja. vielleicht nicht gesehen haben. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, guck's mal rein. Aber letztendlich war es für mich auch nur Mittelmaß. Es ist halt altbekannte Idee, also schon ziemlich Schema F. Und, Und was hat das mit, äh, mit Tintenfischen zu tun? Ähm, es ist ein Kinderspiel, Squid Game. Ah, okay. Habe ich noch nie gehört. Kenne ich auch nicht. Also, Fazit, keine Cook-Empfehlung. Ja, ist doch, kann man gucken. Also, ich würde sagen, eine 6 von 10 ist es. Also es ist schon eine gut gemachte Serie. Mich hat es einfach auch so von der, vom Design her nicht angesprochen. Es ist halt sehr, sehr modern, sehr Netflix-generisch, sehr overstyled oh, ja. alles. Ekelhaft. Ja, genau. Super bunt, komplett super, mega Welt. krass produziert und der Bösewicht sieht aus wie ein Zauberer und. Nein, ja, ich weiß nicht. Nee. Es ist dieser 0815-Kram einfach, der drauf getrimmt ist, möglichst vielen Leuten. Ich wette, die stecken inzwischen mehr Zeit in irgendwelche Marketing und Geld in irgendwelche Marketing-Typen, die analysieren, wie man möglichst ohne Ecken und Kanten das perfekte Cookprodukt machen kann. F dass auch jeder zwischen 17 und 46 das geil findet. Und das ist äh, vollkommen ekelhaft. Ja, das ist auch nicht so mein Ding. Die haben da ja so ein bisschen ihre, ihre Formel gefunden. Die gibt es ja schon länger. Ja. Ganz furchtbar. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, aber bild mir manchmal ein, dass das auch generell immer mehr um sich greift, diese Art von überhaupt von Produktion, sei es Serien, Filmen, alles. Ja, Musik eigentlich wahrscheinlich im, auch schon fast. In Sachen Blockbuster auf jeden Fall. Also ganz dunkle Zeit, äh, in der wir leben, auf Filmschaffender <laughs> Ebene, finde ich. <laughs> ja, ja, ist ja, ja, ist Geschmackssache, ist einfach auch nicht so mein Ding. Naja, was heißt, dass das Fatale daran ist, ja, wir merken jetzt, dass das scheiße ist, weil wir es anders kennen. Die Leute, die damit jetzt aufwachsen, ne, die werden ihr Leben lang nur von so einem geistigen Durchfall zugemüllt und haben keine Chance, das zu checken so richtig. Ja, die werden dann sich über die nächsten Generationen aufregen so wie das ja der ewige Kreislauf ist, weil die dann denken oh Gott ey was guckt ihr für Müll? Früher haben wir Squid Game gesehen, das war richtig cool. <lacht> <lacht> ist ja so. Ja, es, na, es gibt ja. aber ja auch viele, die auch auf ältere Filme zurückgreifen. Ich gucke ja auch ältere Filme, die äh, jetzt auch vor meiner Geburt entstanden sind. Da sage ich ja auch nicht ja. gleich. Interessiert mich nicht, nur weil es alt ist. So, nee, im Gegenteil und kannst oh, dann ja. ja trotzdem wertschätzen, ne? Und so können ja auch Leute, die jünger sind, trotzdem sagen, okay, Squid Game fand ich jetzt okay. Ich gucke mir vielleicht mal Battle Royale an, und vielleicht finde ich den ja sogar ganz geil, auch wenn er von 2000 ja. oder so ist. Hoffen wir mal auf diesen Effekt. Ja, gibt es gibt es sicherlich. Hoffen wir es. Wo oh, ich Squid Game ein bisschen in Schutz nehmen muss, ist, es ist ähm, da wird er leider oft kritisiert, dass das ähm, sehr vom schauspielerischen sehr schlecht ist. Aber da muss man einfach sagen, koreanisches Schauspiel ist halt sehr overacting-lastig. Das ist, ist ein, so ein Stilmittel von denen. Find's, find's nicht schlimm. Okay. Naja. Ansonsten. Also, aber ja. trotzdem unterm Strich eher keine Cook-Empfehlung. Oder was? Ja, ja, also wenn man ganz viel Langeweile hat, kann man es schon gucken. Also, ist jetzt nicht kompletter Reinfall, aber es ist, also es wird meiner Meinung nach dem Hype überhaupt nicht gerecht. Okay. Wenn man Bock hat auf Leute werden zusammengefährcht und müssen um Leben und Tod spielen, dann ist das bestimmt eine richtig geile Serie für solche Leute, die sowas grundsätzlich schon immer geil finden. Ich erinnere mich noch, äh, wie hießen noch diese Filme mit den Hunger Games? Das war Tribute von Panem. Ja, genau, alter Schwede, ey, das, das ist ja auch relativ beliebt geworden. Das fand ich auch schon komplett. Oh, Was langweilig, ey. Also den ersten fand schlecht. Gut. Nee, nee, furchtbar. Weil es einfach gut gemacht war. Ich sag dir, das ist. Nee. Da war ich dabei. Später hat es mich ich, ich auch. Werd, ich werde langsam hier zum Grumpy Edel. Weil, <laughs> <laughs> Scheiße. Das war alles so ein 99% das der Filme, dich. die nach 2000 entstanden sind, sind scheiße. <laughs> Ja, so ja, wobei äh, ist sogar ein bisschen Wahrheit dran. Weiß ich nicht. Gibt bestimmt auch einen Haufen gute Filme. Gibt, gibt gute Filme, aber sind nicht so viele. Gab <laughs> früher wahrscheinlich auch einen richtig Haufen schlechte Filme. Das ist vielleicht so der Vorteil, dass man aus der Vergangenheit... Was hast du mir erzählt, was du gestern geguckt hattest? Draculas Todesrennen? Ähm, hab ja, der... Trailer von angeguckt, also... <laughs> der, der hieß Crash, das Todesrennen des Dracula, glaube ich. <laughs> Hat er was mit ähm, Vampiren zu tun? Nein. <lacht> <lacht> aber, das war auch ehrlich gesagt, habe ich das auch gedacht. Ich habe, als ich den angemacht habe, habe ich gedacht, ich wette, dass der, diesen Namen Dracula, das war ja früher so, dass sie manchmal einfach so Dracula oder andere Worte in die deutschen Titel eingeflochten haben, auch wenn das überhaupt nichts mit dem Film zu tun hatte. Ne, um sie attraktiver zu machen. Ja. Und da, davon bin ich echt gesagt ausgegangen, als ich den Film gestartet habe. Es ist aber tatsächlich so, dass es ein im Film eine Begründung dafür schon gibt. Also es ist, es geht zwar nicht um Vampire, aber das hat mit Dracula im weitesten Sinne schon noch was zu tun. Von der daher der ist Hauptdarsteller heißt Dracula. Nee, aber. Der böse äh, ja. heißt Dracula, weil er das saugt Auto, den anderen das, Autos das, das Benzin aus. Das Auto heißt tatsächlich Dracula. Das hat sozusagen von seiner Besitzerin so einen Spitznamen bekommen, so wie ich früher mhm. den alten Golf 2 immer schwarze Witwe genannt habe. <laughs> <laughs> Und ja, deswegen passt es schon irgendwie. Der war gar nicht so schlecht. Also muss man, muss einem klar sein, ne? 1976, billiger Horrorfilm. Im Rahmen dessen fand ich den aber unterhaltsam. Also ich habe nicht bereut, den angemacht zu haben. Okay. Schön ein bisschen äh, allerhand alte Stunt-Action, ne? Schön 70er Jahre Karren, die durch die Gegend heizen und ineinander kacheln. Ähm, und zum Teil schon ganz nett gelungene Stimmung, Atmosphäre, sage ich mal. Ein bisschen, ein bisschen wirr zum Teil. Oder weiß nicht, ob das an mir lag, aber zum, mein Eindruck war, ich konnte da jetzt nicht allem so richtig folgen. Aber kann man gucken. Okay. Und wer solche Filme mag, der sollte sich unbedingt mal den Full Moon Channel von Amazon angucken. Da gibt es noch mehr von dem Kram. Klingt nicht schlecht. Ist das einer dieser Channels, die du jetzt für ein Leben lang abonniert hast? Wahrscheinlich, weil ich immer wieder nicht dran denken werde, ihn zu deabonnieren, ja. Okay. Ich habe jetzt aber, ich hatte auch, dass ich vor, den sofort wieder zu deabonnieren habe, es natürlich vergessen. Ich hatte den wegen Evil Bong geholt. Und äh, das ist jetzt vielleicht, weil Halloween ist und ich den neu hatte, haben sie mir davon halt ein paar Vorschläge reingespült. Ne? Und jetzt bist du, bist du dran geblieben. Ja und jetzt habe ich tatsächlich gedacht, na naja, komm, der kostet irgendwie 4 Euro oder so im Monat, ne, das ist, jetzt geht's schon noch. Habe ich gedacht, na vielleicht werde ich doch mich da mal so ein bisschen durchgucken. Der Fisch ist am Haken. Vielleicht bin ich am Haken, wer weiß, könnte schon sein. <laughs> also da ist auch viel Sachkram bei, den ich nicht gucken werde wollen. Also, aber ich schätze mal so vielleicht ein zwei Monate behalte ich das mal und suche mir vielleicht die Perlen daraus. Sehr gut, dann haben wir ja vielleicht demnächst noch ein paar neue Filmtipps. Ich sehe zum Beispiel ]mäßig. gerade Lusthaus teuflischer Begierden, La Veritata Secondo Satana. Ich glaube, ich muss das auch abonnieren. The Deadly Mantis, das Todbringende Ungeheuer. Das sagt mir sogar was. Ach halt, warte mal, Entschuldigung, ich, nee, äh, Kommando zurück, ich bin gar nicht auf dem Channel gerade. <laughs> Ich bin im Tab verrutscht und ich bin hier auf so einer Webseite, wo das nur zufällig so ein bisschen so aussieht wie das äh, Interface dabei Amazon. Der Fisch ist am Haken. Aber ähm, ja, was haben wir denn hier zum Beispiel? Subspecies von 1991 Puppet Master, ganz viele Teile. Huh. Campfire Tales, Geschichten vom Grabesrand, Lurking 4 von 94. also es ist denk mal, wenn man so ein bisschen auf die Ecke Bock hat, kann man da schon auch einige ab 18 Titel dabei, kann man schon kann man sich schon mal durchäumeln. Sind auch ein paar Kannibalen Sachen am Start. Oh, welche denn? Oha, warte, da muss ich gucken. Habe ich gestern gesehen. Jetzt sehe ich hier gerade noch von 1970 die nackten Vampire. Das klingt auch Warte sehr ich? vielversprechend. Ich guck mal eben. Bei Kannibalenfilmen werde ich hellhörig. Ja, ja, ich weiß. Deswegen erzähl Wobei ich die meisten kenne ich wahrscheinlich eh schon oder hab die auf DVD. Ähm, wo ist er denn, wo ist er denn hier? Oder die guten das ist jetzt Kannibaren kein Filme, Kami Kein Kannibalenfilm, aber ich glaube, in der gleichen Kategorie laufen hier auch noch, wo ich eh gerade vorbei scroll, Emanuel 6, Amazone des Dschungels. <laughs> ja, und da bin ich jetzt nicht so ganz. Die drin. Herrscherin des Bösen. Ähm, so, wo ist er denn jetzt da hier? Da gibt irgendwie 40 Filme von, von den Reihen. Da bin ich raus. Ähm. Die haben auch verschiedene K K Kategorien, zum Beispiel Creatures and Monsters. Also es ist schon nicht ganz uninteressant. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, muss ich, glaube ich, mal finde ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht wieder. Egal. Macht ja nichts. Oder habe ich den sogar auf die Watchlist gepackt? Das könnte natürlich sein. Dann ging es vielleicht doch. Ah hier, zum Beispiel von 1979 Mountain of the Cannibal God. Oh, den kenne ich nicht. Ein Mädchen und ihr Bruder fliegen nach Neuguinea, um nach einer verlorenen Expedition zu suchen, die von ihrem Ehemann angeführt wird und so weiter und so fort. Den Rest kann man sich wahrscheinlich denken. <lacht> <lacht> Expedition Kannibalen. Richtig. Das gute alte Rezept. Ja. <lacht> <lacht> aber was? Wo sind die? Nicht im Dschungel? Neuguinea, doch. Achso, ich wollte sagen. Würde ich jetzt schon denken. ist ja so eine. Äh, 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 die von ihrem Ehemann angeführt wird und im großen Dschungel verschwunden ist. In der rauen und gefährlichen Wildnis treffen sie auf einen Clan von Kannibalen. Ein die, die einen überraschenden Gott verehren. Also, was soll das bedeuten? Und das schreckliche Schicksal der verlorenen Expedition enthüllen. Hm. Ja, könnte. Ja, weiß ich nicht. 79. Könnte was sein, könnte auch nichts sein. Ja. Naja. Aber guck mal, jetzt habe ich durch Zufall doch noch was beitragen können äh, mit dieser Prime Channel Empfehlung. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Behalte ich mal im Blick. Allein für ich Filmvorschläge find, ist das ja ganz nett. Ich finde auch die Bepreisung ist auch in Ordnung. Also 3, 4 Euro, das ist schon. Man kann ja man kann ja monatlich, monatlich kündigen, mm, ja. wenn man es denn gebacken kriegt. Von daher <laughs> ist es eigentlich schon, ist es eigentlich schon fair, finde ich. Ja. Dafür, das dass stimmt. du da auch echt eine Masse Filme bekommst, die dann eben auch sonst wahrscheinlich nicht, zumindest Streaming-mäßig auf jeden Fall nicht zugänglich werden. Ja, und sonst bezahlt es ja auch, wenn du dir Film extra holst, irgendwie 3, 4 Euro dafür. Ja, ja. Das stimmt schon, das ist schon gar nicht so schlecht. Jo, wollen wir. Ich habe noch ein ähm, Fressupdate. Oh. Meine Sandwich Maker-Phase hat sich ja dem Ende geneigt. Wie sie ist jetzt vorbei. Sie ist jetzt, sie wurde abgelöst durch Instant-Nudeln. Ich habe jetzt einen Wasserkocher. Wie, hatte ich dir schon viele, erzählt, ne? Wie viele Nudeln hast du dir da schon reingezogen? Bis jetzt jeden Tag eine Portion. Oh. Wie viele Tage schon? Mm, eine Woche, nicht ganz eine Woche. Alter sechs Schöne, Tage oder so. Also ich habe <laughs> über, ich habe über. Also ich glaube, ich habe über drei Wochen oder so zwei Portionen pro Woche mal probiert, verschiedene Sorten. Halt hier aus dem lokalen Supermarkt. Und das hat bei mir schon dafür zugeführt, dass ich, wenn ich da jetzt so dran denke an so ein Produkt, dass ich eher denke, oh, ich weiß ja nicht. Also. <laughs> okay. Ja, ich bin gerade richtig geflasht. Ich habe so lange keinen Wasserkocher gehabt. Ich glaube, acht Jahre oder so hatte ich keinen Wasserkocher. Und jetzt eröffnen sich bei mir einfach wieder komplett neue Welten an, an Instant-Essen. <laughs> ja. Aber das ist immer alles, wenn ich irgendwie am Ende des Tages nicht so richtig befriedigend. Oder? Ja, also, ich weiß nicht. Also, klar, eine richtige Hauptmahlzeit ersetzt das nicht. Aber schon irgendwie geil. Ja. Das ist für mich immer so der richtige Notanker, der richtige Notnagel. Wenn so sonst gar nichts geht, dann freue ich mich auf jeden Fall auch voll drüber, wenn ich da noch so eine. Olle Suppe rumliegen hat, <laughs> vor allem wie schnell also. das geht, ist krass. Ja, das stimmt. Bedienbarkeit ist ein großer Pluspunkt bei den ja. Dingern. Einfach rein, irgendwo wird da schon ein Strich sein, wo das Wasser ran muss, und dann zumachen und fressen. Fertig, ja. warten noch irgendwas, warten zwischen ein und drei Minuten. Ja, mal gucken. Ich äh, gebe in zwei Wochen nochmal Meldung in der nächsten Folge und gucken, wir also, mal, wie mein gesundheitlicher Zustand ist. Wenn du das, wenn du das bis wir das nächste Mal aufnehmen weiterhin durchgezogen hast, täglich eins davon zu essen, so eine so eine fertig Instant Rahmen, ja. dann gebe ich den zehner Ja, ist kle klar. Kle kleine Wette, <laughs> kleine Wette. Ich wette, das schaffst du nicht. Äh, ich kann mir das nicht, das nicht vorstellen. Ey, weil das eklig wird. Glaub mir. Ach, dann hast du doch. Ja, warten wir mal ab. Du musst natürlich, du musst natürlich ehrlich sein, ne? Okay. So. Mach ich. Äh, ich hau das jeden Tag auf Twitter raus. Okay. Muss ich morgens mal ist... einkaufen. Vor allem, wahrscheinlich kaufst du dann Suppen für 15 Euro oder so. <laughs> Die Kassiererin wird sich auch denken, was ist mit was? dem los? Ich Vielleicht soll ich irgendwie in den Nachbarort fahren, dass <laughs> du da einkaufen, wo mich doch, keiner das, kennt. Wo, das ist doch bei dir eh der Normalfall, dass du nur Quatsch kaufst. Das kennen die doch schon. Das stimmt doch gar nicht. Peter kauf Energy Drink, <laughs> Tiefkühlpizza und das war's. Naja, ja, naja, so schlimm ist es auch nicht. Oh, aber geht schon in die Richtung. Das ist na na nicht ja, ganz ja, nur, wollen wir nicht mal die Teufel an die Wand malen. <laughs> naja. Okay, hier, Stunde ist rum. Wollen wir abhauen? Ja, schnell, jetzt ganz schnell. Ich hab's eilig. Halt's nicht mehr aus. Nee, gut. So, tschüss. Von meiner Seite aus war's das auch. Bis zum nächsten Mal. Für interessanten Cannabis-Content besucht auch unsere Freunde auf hanfseite.de.